Okay. Ich weiß trotzdem nicht, was ich damit machen soll. Jetzt haben wir halt den Käferarm. Den Käferbein. Nein. Dem hier wollte ich das machen. Es klebt nun. Und mit dem klebrigen Bein vielleicht da wieder dran kleben. Und Ein jetzt süßer Kle erfüllt. vielleicht irgendwas mit dem Arm hier das Ding vergrößern. Na, ja. Nö, bringt rein gar nichts. Aber wenn ich jetzt vielleicht zurückgehe, dann ist unten doch auch ein Loch. Es ist zu eng, um hindurch zu klettern. Ich dachte, du willst da durchschauen. Oh, Mädle, ganz ehrlich. Was können wir jetzt mit dem Loch machen? Und was hat der Arm? Der Arm verstehe ich nicht ganz, was der zu tun hat. Es gibt auch nur das Bein, die anderen Teile fehlen alle, oder? Sieht ganz danach aus. Oh, was hinsetzen. So. Er hält sich nun fest. Ich verstehe nicht, was der Arm damit machen will. Und hier ist jetzt ein Loch, mit dem wir allerdings auch nichts tun können. Aber vielleicht damit können wir die Kugel. Vielleicht. Genau, das geht. Gut, jetzt haben wir die Kugel da dran. Und können... Na. Aha. Und jetzt vielleicht den Wächter. Und damit auf die Metallkugel hauen oder wegschmeißen. Befehle dem Wächter, die Tür einzureißen. Stärker. Er soll stärker ziehen. Er kann nicht. Die Tür ist zu mächtig für ihn. Wenn er es nicht kann, dann ein anderer. Dann ein anderer. Wer den anderen? Sie lässt sich nicht... Nicht ohne den passenden Schlüssel. Oder einen Elefanten und ein Seil. Ja, wer soll denn noch dran ziehen? Der Stab vielleicht oder wie? Oder der Dämon? Ne, der kann auch nichts machen. Es gibt keinen anderen, der noch ziehen könnte. Aber ist das Ding vielleicht zurückgegangen? Vielleicht ist da irgendwas passiert. Was vielleicht nützlich ist. Irgendwie nicht, nein. Wieso steht hier Ringhalterung? Der Ring ist doch jetzt hier. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie... Ja, bloß dass jetzt hier ist, ne? Komisch. Und der kann jetzt wahrscheinlich genauso wenig machen. Also der kommt irgendwie nicht weg. Vielleicht weil der Magier da im Weg liegt. Ja, er ist tot. Mir fehlt die Vision. Weiß nicht, aber es leuchtet doch. Das führt doch zu nichts. Wenn es leuchtet, muss es jetzt irgendwas führen. Kann die Maske Tote erwecken? Meine Liebe, ich und die Maske, wir kennen uns gut. Aber so gut? Du hast keine Ahnung, was sie kann. Nein. Oh ja. Okay, wir können ja vielleicht probieren. Okay, ich dachte, dass der Ring vielleicht da. Hey! Nichts. Ja, aber ich. Wecke so. Ihn! Was soll er tun, Herrin? Aber der kommt ja nicht dahin, oder? Okay, ich dachte, dass vielleicht die Kugel dann so reingerollt kommt, aber irgendwie auch nicht. Vielleicht
Na, ich will nicht das Loch hier. Doch, das geht nur beim. Ja, ich will doch reingucken, stimmt schon. Wie kommen wir nicht aus dem Kackding jetzt endlich raus? Okay, die Kugel rollt auch nicht weg, wie ich gedacht habe. Ja, das sollen wir zur Halle schmeißen. Ach, Prinzessin, das führt doch zu nichts. Ich hatte Äonen Zeit, diese Mauern einzureißen, und es ist mir nicht geglückt. Warum sollte ein Mädchen in kürzerer Zeit so viel mehr erreichen, als ich in Jahrtausenden? Wenn ich geiler bin, ganz einfach. Erwache! Soll der die Metallkugel nehmen? Seht es endlich ein und gebt auf. Die Wächter sind viel zu schwach. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg, ja, schön. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Was, zu weit weg? Der Typ, der soll doch die Kugel wegschmeißen. Was bist du zu weit weg dafür? Ich bin zu weit. Ich bin zu. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu. Ich bin zu. Ich bin zu weit weg. Hä, wieso bist du zu weit weg? Was laberst du? Wie komme ich jetzt wieder hier weg? Gar nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwas machen. Der Koloss ist auch ein Wächter, richtig? Wecke ihn. Charizard, Seid ihr da wirklich sicher? Ich sagte, wecke ihn. Wie ihr wünscht. So, genau. Nimm den Wächter und zieh. Haha. Was war das? Ich habe mit meinem puren Willen eine Tür aufgerissen. Nein, ihr habt gelacht wie eine junge Frau. Hey! Du? Du lebst noch? Ich habe gewartet. Du hättest mir ruhig helfen können. Du hast die Maske. Wo ist mein Geld? Unser Auftraggeber ist tot. Du bekommst dein Geld, wenn du mich hier raus und durch die Berge nach Draconia bringst. Halt! Warte! Ich werde dich bezahlen! Du! Du vergisst, ich bin eine Prinzessin. Was hast du? Silberschale, ein Rubin. Wenn du mich sicher ans Ziel bringst, erhältst du meinen kostbarsten Besitz. Meinen Almandin. Er ist mehr wert als alles, was du jemals in den Händen halten wirst. Gut. Draconia für den Rubin. Abgemacht. Er wird euch kein guter Diener sein. Bei ihm weiß ich wenigstens, woran ich bin. Darf ich euch noch etwas fragen? Denn ich verstehe euch nicht. Warum tut ihr all das? Ihr seid reich, schön, ihr habt Macht. Was wollt ihr noch erreichen? Ich will in den Krieg ziehen. Ich brauche eine Waffe. Aber warum? Um die Schlacht zu gewinnen. Um auf ewig in die Geschichte einzugehen. Noch in 1000 Jahren sollen die Menschen sich von meinen Taten erzählen. Und voller Ehrfurcht meinen Namen flüstern. Zadia al-Kibir. Die größte Heldin, die die Welt je gesehen hat. Okay. Zadia al-Kibir? Nie gehört. Du nicht und auch sonst niemand. Das arme Mädchen ist vollkommen in Vergessenheit geraten. Wie geht die Geschichte weiter? Mithilfe des Fakina brachte Zadia die Maske über den Raschtulswall nach Draconia. Sie schloss sich den dortigen Truppen an und zog in die Schlacht. Aber das sind alles unwichtige Details.
Damit musst du dich nicht beschäftigen. Wichtig ist nur eines. Das Rätsel, das ich dir nun stellen werde. Die Inschrift auf der Grabkammer. Ach du Scheiße. Wo soll ich das wissen? Wie kann die restliche Geschichte nicht wichtig sein? Nun, sie ist wichtig, aber nicht für dich. Vertrau mir. In diesem einen Fall ist Unwissenheit wahrlich ein Segen. Okay. Wenn sich niemand an sie erinnert, woher weißt du, dass es diese Frau wirklich gab? Ich habe es selbst überprüft. Malakars Grabkammer gab es wirklich. Und vor über 450 Jahren wurde eine junge Frau beobachtet, die zusammen mit einem Ferkiner aus eben jenem Stollen stieg und in Richtung Rashtutswal aufbrach. Ich schwöre dir im Namen meines Vaters und all meiner Vorfahren, Satyas Geschichte ist eine wahre Geschichte. Okay, dann auf zum Rätsel, würde ich sagen. Habe ich euch richtig verstanden? Die leuchtende Inschrift auf der Grabkammer ist das Rätsel? Ganz genau. Eine uralte Inschrift in Ur-Tulamidia verfasst. Als gebildete tulamidische Prinzessin war Satya die einzige, die sie lesen konnte. Ich habe aus meiner Erinnerung eine Abschrift verfasst. Ein alter Freund hat sie mir übersetzt. Sie lautet, so wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Unheimlich. Ich glaube, Satya kannte die Antwort, sonst hätte sie die Kammer nie betreten. Aber warum hat sie sie den anderen verschwiegen? Hat sie damit nicht alle in ihren Untergang geschickt? Ich sehe, du hast gut aufgepasst. Ich gebe dir nun 3 Tage, das Rätsel zu lösen. Am 4. Tage werden wir weiterziehen. Ob du die Antwort nun kennst oder nicht. Und wenn ich es bis dahin löse? Erhältst du, was du von mir verlangst. Einen Zauber der mächtigsten Transformatio. Einen Spruch, der jegliches Lebewesen in jedwede beliebige Form verwandelt. Abgemacht. Du gefällst mir, Geron. Ich bin mir sicher, unser Geschäft wird für uns beide gut ausgehen. Glaubt mir, das hoffe ich auch. Das wäre schön, wenn wir die Nuri wieder zurückverwandeln können. Komischer Kauz. Nuri, ich bin zurück. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der dir helfen kann. Nuri? Ich bin hier. Was ist mit dir? Eine Wunde ist aufgegangen. Mein Flügel blutet wieder. Oh nein, hast du wieder mit Tieren gespielt? Du bist jetzt ein Rabe, du kannst das nicht mehr. Ich habe nicht gespielt. Sie ist einfach wieder aufgegangen. Es sieht nicht schlimm aus. Bleibe ruhig liegen. Ich mach dir eine Salbe. Ach, ist das schön, Nuris Stimme wieder zu hören. Ja, und wie wir aus dem ersten Teil wissen, wurde Nuri, oder haben wir Nuri, in einen Rabenkörper geschickt, damit sie nicht zerfällt an der Harfe. Damit sie, ja, und jetzt ist sie halt ein Rabe, ne? Wer es nicht weiß, Nuri ist eine Fee, die wir geholfen haben, beziehungsweise auch gleichzeitig in den Untergang gebracht haben. Egal. Wir sind wieder in der schönen Behausung von Geron. Das finde ich schön. Sieht alles recht genauso aus wie früher. Vielleicht mit ein paar kleinen Details mehr. Und die Zeichnung von der Harfe ist auch weg. Was sonst noch war, weiß ich gar nicht mehr. Hier war doch auch mal irgendein Schrank oder so. Eine andere Kommode. Oder die, glaube ich, umgekippt war. Genau. Irgendwie so, keine Ahnung. Schön. Da freue ich mich. Da mir unser schönes Glas, wo wir damit den Trank gebraut haben. Ach, schön, 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 schön. Okidoki. So, da können wir nach draußen. Hier haben wir einen Topf. Bevor wir ich muss gerade nochmal auf die Uhr schauen. Es ist genau 12 Uhr mittags. An einem Samstag, oder am Samstag, der 21. September heute. Nur, falls euch das interessieren sollte. Hier haben wir das zerbrochene Artefakt von dem Seher. Schön. Königkastanie. Hoho, Nuri. Ich, der König der Kastanien, wünsche dir einen guten Abend. Guten Abend, König Kastanie. Warum so traurig, meine Liebe? Ach, ich weiß nicht. Ich will gerade einfach nur schlafen. Oh, das ist eine sehr weise Idee. So weise, dass ich dich hiermit offiziell zu meinem Schlafminister ernennen werde. Oh, danke, werter König. Du hast dir den Titel redlich verdient.
Nachher, die Nuri, genauso süß wie damals. Sie hat immer mit ihr an allem Möglichen geredet, mit Pflanzen und mit Tieren. So immer recht goldig.